B1.5. Im Bereich der durch die Strecken FD, DE sowie durch den Kreisbogen EF begrenzt ist, wird eine Dusche errichtet. Die restliche Bodenfläche wird gefliest. Ermitteln Sie den Flächeninhalt A des zu fließenden Bodens. Also nochmal, das soll ja ein Badezimmer ergeben, das gefliest werden soll, bis auf diesen Sektor hier, der die Dusche bildet. So, wie kommen wir darauf? Wir können zum Beispiel erst den Flächeninhalt hier dieser großen Figur ABDE berechnen und davon diesen Sektor abziehen. Also A ist gleich die Fläche von ABCDE minus die Fläche des Sektors. Dann berechnen wir jetzt zuerst mal das ABCDE. So, das ist ein Fünfeck, da hilft uns jetzt die Formelsammlung erstmal weniger, weil für Fünfecke gibt es nichts. Wir müssen also dieses Fünfeck zerlegen und wenn man jetzt hier diese Hilfslinien schon anschaut, die wir alle eingezeichnet haben, dann fällt doch recht deutlich ins Auge, dass dieses Fünfeck hier in drei Dreiecke zerlegt werden kann. Also Fläche ABCDE ist nichts anderes als die Fläche des Dreiecks ABC plus Fläche des Dreiecks ACE plus die Fläche des Dreiecks ECD. Zum Dreieck ABC. Hier sehen wir, überlegen wir erstmal, die Flächenform ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Grundseite steht immer senkrecht auf der Höhe, oder beziehungsweise Höhe steht senkrecht auf der Grundseite. Also können wir in diesem Fall das als Höhe benutzen, das als Grundseite und dann folgt für die Flächenformel 0,5 mal 4,8 mal 3,6. Das tippen wir in den Taschenrechner ein und erhalten dann einen Flächeninhalt von 8,64 Quadratmetern. Nächstes Dreieck, Dreieck ACE. So, probieren wir mal wieder mit 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Allerdings fällt sofort auf, egal was wir als Grundseite nehmen, die Höhe kennen wir nicht. Also müssen wir eine andere Flächenformel finden. Wir kennen insgesamt 3,5 mal Grundseite mal Höhe. Die zweite ist über die Determinante, die funktioniert allerdings nur im Koordinatensystem. Also bleibt noch die dritte übrig mit 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Es müssen also zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel bekannt sein. Die finden wir auch wieder in der Formelsammlung. Auf der Seite 27, wo steht A ist gleich 1/2 mal A mal B mal Sinus von Gamma, also Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Dann gucken wir es uns näher an. Brauchen wir zuerst einen Winkel. Diesen 48,13 Grad, den haben wir in den Aufgaben vorher schon berechnet, der ist uns also bekannt. Die beiden anschließenden Seiten sind die Seiten AE und AC, die sind ebenfalls bekannt. Also können wir die einfach in die Flächenformel einsetzen mit 0,5 mal 2,25 mal 6 mal Sinus von 48,13 Grad. Das kann man jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner eingeben und erhält dann einen Flächeninhalt von 5,03 Quadratmetern. Fällt noch das letzte Dreieck, nämlich das Dreieck ECD. Auch hier gilt wieder, Formeln durchgehen, welche funktioniert. 1/2 mal Grundseite mal Höhe würde ich jetzt hier wieder nicht empfehlen, weil wir kennen zwar alle drei Seiten, aber die Höhe von dem Dreieck ist nicht bekannt. Also bleibt wieder noch diese hier übrig, 0,5 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Da stehen uns jetzt zwei Winkel zur Verfügung, einmal der 16,44 aus den Aufgaben vorher und auch der hier oben mit den 126,42 haben wir oben berechnet. Können wir ansetzen, wie wir wollen. Ich nehme jetzt hier den 16,44 Grad, die beiden anschließenden Seiten sind die Seiten CD und EC, also heißt meine Flächenformel hierfür 0,5 mal und jetzt 3,6 mal 4,8 das mal Sinus des Winkels, darf ich nicht vergessen,
mal Sinus von 16,44. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner eingeben. Und dann folgt hierfür ein Flächeninhalt von 2,45 Quadratmetern. Dann gilt es jetzt, diese drei Flächeninhalte zusammenzuzählen. Also die Fläche A, B, C, D, E ist gleich 8,64 Quadratmeter plus 5,03 Quadratmeter plus 2,45 Quadratmeter. Das ergibt eine Gesamtfläche von 16,12 Quadratmetern. Damit wäre jetzt der erste Teil erfüllt. Wir müssen jetzt noch zum zweiten Teil, nämlich diesen Kreissektor ausrechnen. Ja, ich habe mir minus a des Sektors und das ist der hier. Dafür brauchen wir die Kreissektorformel, die finden wir auf Seite 35, wo es heißt, a ist gleich Radius Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Den Radius haben wir hier durch die Strecke DE gegeben. Den Alpha-Winkel, das ist hier dieser Öffnungswinkel, den haben wir auch in der vorherigen Aufgabe ausgerechnet mit 126,42 Grad. Also lässt sich dieser Sektor auch sofort berechnen. So, also nochmal zur Information, auf Seite 35 ist die Sektorformel zu finden mit a ist gleich Radius Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Radius war die Seite ED, also ED Quadrat mal Pi mal Alpha, das war der Winkel EDF. Und die 360 Grad setzen wir auch hier ein. So, bekannten Größen einsetzen. ED sind die 1,69, also 1,69 Quadrat, mal Pi mal der EDF, wie jetzt schon ein paar Mal genannt, 126,42 Grad, geteilt durch 360 Grad. So, das tippen wir wieder in den Taschenrechner ein. Und erhalten dann einen Flächeninhalt von 3,15 Quadratmetern. Und dann bleibt jetzt zum Schluss nur noch übrig, die beiden Flächeninhalte voneinander abzuziehen. Also a ist gleich 16,12 Quadratmeter minus 3,15 Quadratmeter. Und das sind dann 12,97 Quadratmeter. Und damit wäre dann die Aufgabe auch wieder zu Ende.